Da ist ein kleiner Junge, der mit 3 Jahren das Sprechen einstellt. Auch seine Mutter ist verstummt, denn sie hütet ein furchtbares Geheimnis. Im Krieg und durch Fehlgeburten hat sie 4 ihrer Kinder verloren und fürchtet sie und das Leben des Jüngsten. Und der zieht sich mit ihr in eine fast autistische Sprachlosigkeit zurück. Hans-Josef Ortheils neuer Roman Die Erfindung des Lebens ist extrem autobiografisch. Bedrückende Kindheit, symbiotische Beziehung zur Mutter, vergebliche Hoffnung auf eine Pianistenkarriere in Rom, später dann der Entschluss, Schriftsteller zu werden. Wenn man so will, ein moderner Bildungsroman. Vor allem in den Kindheitspassagen, in denen der Junge unter der Obhut des Vaters im Westerwald das Sprechen lernt und sein Leben erfindet, da gelingen Ortheil Bilder von großer sinnlicher Intensität. Sehr anrührend auch beschrieben das Klavierspiel, das den Jungen in seiner Kindheit tröstet und später dann, als er als Revita-Schriftsteller sich in Rom an sein Leben erinnert, da schöpft er auch Kraft aus der Musik. Musik und Liebe, das waren schon immer Ortheils große Themen. Mit Die Erfindung des Lebens hat Hans-Josef Ortheil den Roman seines Lebens geschrieben. Astrid Reinberger war mit Ortheil zusammen im Haus seiner Kindheit. Es zieht ihn immer wieder hierher zurück. Hans-Josef Ortheil am Ort seiner Kindheit, einem Haus im Kölner Norden. Es wirkt friedlich, doch für Ortheil ist es eine Reise in eine bedrückende Vergangenheit. Völlig isoliert wuchs er hier auf. Ja, es ist nach wie vor etwas beklemmend, also fast wie früher. Die Außenwelt nur ein Hinterhof. Dieses Tor war quasi das Tor zur Freiheit schon, aber diese Freiheit war sehr begrenzt, weil ich ja nicht eigenmächtig raus durfte. Also es hatte ein wenig so Haftcharakter. Ja. Wir sitzen in einem Gefängnis und können uns nicht frei bewegen. Wir müssen jeden Gang genau durchdenken, ob wir ihn machen. Ortheil ist das einzige überlebende Kind seiner Eltern. Die Mutter klammert sich an ihn, der Vater sieht hilflos zu. Ein Drama, auch wenn der kleine Junge es nicht begreifen kann. Doch er spürt es allgegenwärtig. Im Berliner Bombenhagel verlieren seine Eltern ihr erstes Kind. Sie fliehen zur Verwandtschaft in den Westerwald. Doch auch das zweite Kind stirbt durch einen verirrten Granatsplitter kurz vor Ende des Krieges auf einem einsamen Gehöft im Arm der Mutter. Für die Mutter das Ende ihres Lebens. Sie verstummt. Dann 2 Fehlgeburten. 1951 wird Hans-Josef geboren, ein Nachzügler mit 4 toten Geschwistern. Als Kind nimmt man erst mal wahr, dass denen etwas ganz Schlimmes passiert. Das merken sie dauernd, ununterbrochen, dass die irritiert sind und dass die ganz stark bestimmt sind durch Vorgeschichten. Und wenn sie dann als Kind daneben sind, entwickeln sie keine Wut auf eine Person, sondern sie entwickeln also eine maßlose Hilfsbereitschaft. Als kleiner Junge tut er alles, um die Mutter zu trösten, bis zur Selbstaufgabe. Wenn Ortheil heute in das Haus geht, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, kommt das alles wieder hoch. Mit der Mutter verlebt er eine wortlose Kindheit. Er fühlt, dass er nicht sprechen darf. Also probiert er es gar nicht erst. Worte sind gefährlich, wie alles außerhalb der Wohnung. Die einzige erlaubte Ausdrucksform? Das Klavierspiel. Als Ortheil in die Schule muss, bricht die Außenwelt auf ihn ein. Er reagiert völlig verstört. Für die anderen Kinder ist er ein Außenseiter, ein Idiot. So war ja auch immer die Anrede, das ist der Idiot. Ja. Schon von vornherein, als ich diese Klasse betrat, war klar, dass ich in die letzte Reihe gehörte. Ja. Und dann hinten allein saß. In der frühen Nachkriegszeit gilt, ein stummer Junge ist dumm, reif für die Klapse. Und so wird Ortheil auch behandelt. Über seine bedrückende Vergangenheit hat Hans-Josef Ortheil einen erstaunlich offenen Roman geschrieben. Keins seiner Bücher fiel ihm so schwer wie dieses. Denn er schreibt radikal aus der Perspektive seiner Kindheit. Ich kann eigentlich nur darüber schreiben. Ja, ich kann das nicht erzählen. Ich gerate dann derart stark in diese Zustände, die ich gerade wieder beschreibe, hinein, dass das vorkommt, dass ich mitten im Schreiben da sitze, es mir schrecklich übel wird, ich rausgehe und hinter die Büsche kotze. Ja. Der Roman erzählt auch, wie dieser Junge vom Vater endlich gerettet wird. Durch eine entschiedene Trennung von der Mutter und die Flucht in die Natur. Nach Wissem, im Westerwald.
Das war wirklich eine unglaubliche Befreiung, aus dieser Stadt heraus zu sein und von all diesen Menschen, die einen dauernd beobachten, weg zu sein und mal das, den Körper mal zu spüren. Also das ist eigentlich das erste Mal gewesen, dass ich mal gemerkt habe, dass ich einen Körper besitze, der mal was anderes macht, als sich zurückzuziehen. Es ist die intensivste Zeit seines Lebens. Der Vater geht mit ihm wandern, erklärt dem Sohn die Landschaft, versucht, ihn zu verstehen. Am Ende eines heißen Sommers beginnt Orteil schließlich zu sprechen. Durch dieses gemeinsame Gehen mit dem Vater habe ich erst zum ersten Mal die Dinge als Bilder gesehen. Und wenn ich die Dinge als Bilder sah und dazu die Worte hörte, brachte ich beides miteinander in Verbindung und lernte zum ersten Mal, Wort und Bild miteinander zu verbinden. Also das Wort Eiche zu hören und sehen, das ist das da. Die Geschichte geht am Ende eigentlich gut aus. Auch die Mutter beginnt zu sprechen und der einstige Schulversager wird gefeierter Pianist und renommierter Schriftsteller. Doch die Dämonen der Kindheit lassen sich durchs Schreiben nicht bannen. Das Happy End gibt nur vermeintlich Sicherheit. Ich habe immer noch das Gefühl, das kann jederzeit wieder zusammenbrechen. Ich habe immer das Gefühl, also das bis jetzt noch, dass irgendwann ist es wieder weg oder so. Das ist derart eingeimpft, weil es einfach in meinem Leben derart oft passiert ist, dass aus relativ gelungenen Momenten wieder ein Scheitern eintrat. Hans-Josef Orteil hat das Buch seines Lebens geschrieben und lässt uns dabei tief in seine Seele blicken. Die Erfindung des Lebens von Hans-Josef Orteil ist bei Luchterhand erschienen.